Ariane Hingst gehört zu den erfolgreichsten Fußballerinnen Deutschlands. Doch was viele nicht wissen, die Spitzensportlerin hat seit ihrer Kindheit Schuppenflechte, wie auch weitere 2 Millionen Deutsche. Je nach Verlauf und Ausmaß kann die Erkrankung die Lebensqualität der Betroffenen erheblich einschränken. Ich bin von klein auf mit der Schuppenflechte groß geworden, leider Gottes. Ich hatte es von meiner Mutter geerbt, bin aber von Anfang an damit erzogen worden, dass es nichts Schlimmes ist, was ich habe. Es ist nun mal so, man kann es nicht ändern, man kann es so gut wie geht behandeln, aber es wird wahrscheinlich nie weggehen. Und habe da immer ein sehr gutes Selbstvertrauen von meinen Eltern mitgegeben bekommen. Und von daher habe ich da noch nie Probleme damit gehabt, es auch öffentlich zu zeigen. Die roten, stark schuppenden Flecken auf der Haut und häufiges Jucken beeinträchtigen bei vielen den Alltag und das Selbstbewusstsein. Die Betroffenen fühlen sich von ihrem Umfeld ausgegrenzt, nicht attraktiv und verkriechen sich am liebsten, aus Angst, unangenehm aufzufallen. Auch Ariane Hingst kennt das Gefühl, von anderen wegen ihrer Krankheit schief angesehen zu werden. Doch sie lässt sich davon nicht beeindrucken. Noch wichtiger als das Äußere, also wie ich mit anderen umgehe, ist vor allen Dingen auch, dass ich mein Selbstwertgefühl aufbaue. Und da gibt es tatsächlich die Möglichkeit, dass ich nicht wie das Kaninchen auf die Schlange immer nur auf meine Schuppenflechte, auf meine Krankheit schaue, sondern dass ich den Fokus auf das lege, was an mir schön ist und was gut ist. Und indem ich umdenke, auf diese Weise werde ich auch mehr Selbstvertrauen bekommen. Schuppenflechte ist eine oft erbliche Hautkrankheit, die noch nicht heilbar ist. Sie kann in jedem Alter auftreten, häufig bedingt durch Stress. Umso wichtiger ist eine gute und einfache Behandlung. Aber rund 40% der Patienten halten sich nicht an den Therapieplan. Der Umgang mit den Medikamenten? Zu aufwendig und kompliziert. Doch neuerdings geht es auch einfacher, weiß Dario Uhlich, Dermatologe aus Landau in der Pfalz. Ich empfehle meinen Patienten eine Kombination aus 2 Wirkstoffen, aus einem lokalen Steroid, also einem örtlich anzuwendenden Cortisonpräparat und einem Vitamin D3-Abkömmling. Das Ganze gibt es zum Beispiel als Gel-Formulierung. Es ist sehr, sehr gut anzuwenden auf der Haut. Es ist geruchsneutral und es färbt nicht ab. Nicht nur für Ariane Hingst eine enorme Erleichterung. Die Sportlerin kann sich mehr auf die wichtigen Dinge konzentrieren, nämlich die Fußball-Weltmeisterschaft.